Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Helge Maus von der Firma Pixeltrain und in diesem zweiten Tutorial zum Thema physikalischer Renderer und physikalische Kamera in Cinema 4D Version 13 möchte ich gerne zeigen, wie man mit bewegten Kameras und bewegten Objekten arbeiten kann, um In-Camera-Effekte wie zum Beispiel Depth of Field und Motion Blur zu berechnen. Hierzu habe ich eine kleine Szene aus meiner Trainings-DVD benutzt. Und Sie sehen hier, wie ein kleines Raumschiff durch eine Stadt und dann über die Kamera hinwegfliegt. Gleichzeitig bewegt sich die Kamera. Das bedeutet, wir haben Häuser, die an der Kamera vorbeiziehen. Und das sind natürlich typische Szenen, bei denen man einmal natürlich mit einer Fokusverschiebung arbeiten kann, also Depth of Field, also Tiefenunschärfe benötigt. Und zum anderen haben Sie natürlich auch durch die Bewegung hier in der Kamera der Häuser, aber auch natürlich des Raumschiffs, ein Motion Blur, also eine Bewegungsunschärfe. Beides kann man direkt mit Hilfe des physikalischen Renderers im Rendering direkt berechnen lassen. Das nennt man in Camera. Hierzu erzeugen wir zuerst einmal eine physikalische Kamera. Und wie ich bereits im ersten Tutorial erwähnt habe, kann man an die physikalischen Eigenschaften hier nur ran, wenn man den physikalischen Renderer aktiv hat. Wenn Sie also hier direkt auf physikalisch gehen, innerhalb des Kameraobjekts, so wird alles ausgegraut sein. Und daher wechseln wir nun hier in die Rendervoreinstellungen, gehen hier auf den Renderer physikalisch und haben nun hier die Möglichkeit mitzuteilen, welche dieser Effekte berechnet werden sollen. Ich nehme jetzt einfach nur mal die Bewegungsunschärfe, hacke diese an. Daraufhin bekommen wir hier unten noch ein paar Einstellungen für die Bewegungsunschärfe. Zum einen haben wir eine Bewegungsunterteilung. Man kann sich so vorstellen, dass eine Bewegungsunschärfe dadurch berechnet wird, dass man Zwischenbildern bei der Animation berechnet. Und hier kann man eben sagen, wie viele dieser Zwischenbilder generiert werden. Und diesen Wert kann man noch ein bisschen anpassen oder erhöhen. Das kommt eben auf die Geschwindigkeit des Objektes an, wie viel man da eintragen muss. Es gibt natürlich auch Bewegungsunschärfen bei Deformationen. Daher kann man hier nochmal einen eigenen Wert setzen, wie viele Unterteilungen man haben möchte. Und bei Haaren ebenfalls. Im Ganzen beziehen sich diese Werte dann wieder auf den Sampler. Und den Sampler habe ich ja im ersten Tutorial schon ein bisschen besprochen. Ich habe hier einfach mal relativ hohe Werte genommen. Ich habe den Sampler mit 5 unterteilt. Das ist nicht allzu hoch, aber Sie sehen, dass ich dann doch hier zwischen 2 und 6 mich bewege und einen ziemlich niedrigen Schwellenwert von 8% angegeben habe, sodass wir wenigstens ein bisschen Qualität rausholen können. Und Sie sehen, dass ich die indirekte Beleuchtung, also die GI-Methode, dieses physikalischen Renderers verwendet habe und nicht eine GI, die wir aus den Effekten haben. Der Vorteil dieser GI hier ist, dass sie auf jeden Fall auch ohne mehrere Prepasses flicker-free ist. Und das ist natürlich eine sehr praktische Geschichte. Dauert natürlich im Ganzen dann etwas länger. Bewegungsunschärfe ist aktiv. Wir haben es angehakt und jetzt können wir also schon bereits in der Kamera die passenden Einstellungen sehen. Und da wir es hier mit einer Filmkamera zu tun haben, also einer bewegten Kamera, können wir hier aktivieren, dass wir mit einer Filmkamera arbeiten wollen. Das heißt nicht, dass Sie keine Bewegungsunschärfe mit Hilfe einer Stillcam, die man ohne diesen Haken hat, berechnen können. Aber eben eine Filmkamera arbeitet in Bezug auf die Verschlusszeit anders. Bei einem Fotoapparat, also bei einer Stillcam, wird die Blende kurz geöffnet und wieder geschlossen. Bei einer Filmkamera wird diese Verschlusszeit jedoch über einen rotierenden Shutter definiert. Und wenn man das also anhakt, so hat man hier, wie an der Kamera üblich, eben einen Verschlusswinkel. Und diesen Verschlusswinkel kann man nun setzen. Wir haben hier mit 180 Grad schon einen sehr großen Verschlusswinkel. Das heißt, wir hätten die Hälfte der Zeit des rotierenden Shutters unsere Blende sozusagen offen. Und dementsprechend würde sehr viel Licht hineinfallen. Wir werden diesen Wert aber dann noch anpassen. Der Hintergrund zu diesem Wert ist einfach, je größer der Öffnungswinkel ist, desto größer ist die Bewegungsunschärfe. Und daher wird natürlich im CG-Bereich mit gigantischen Verschlusswinkeln gearbeitet von 270 Grad oder vielleicht sogar über 360 Grad, was rein physikalisch und technisch nicht möglich ist. Reale Verschlusswinkel liegen so meistens zwischen 90 und 160 oder so etwas. Und das werden wir gleich dann eben noch anpassen. Dann können wir einen Verschlussoffset noch anlegen, wenn wir das hier wollen, oder eine Verschlusseffizienz. Beides ist hier mit reingebracht. Und dann haben wir natürlich eine echte Blende. Die ist nicht zu verwechseln mit dieser Blende hier des Verschlusswinkels. Das ist, wie gesagt, die Belichtung. Ein rotierender Shutter, der also eine halbe Scheibe oder ein Stück einer Scheibe offen ist, damit sozusagen das Ganze abblendet, was hinten auf den Film kommt. Und hier oben, das ist die ganz klassische Blende, wie Sie die aus der Fotografie kennen. Und hier können wir dann eben auch Werte eingeben, wie Sie das dort kennen. Auch hier können wir die Blendenform noch einstellen. Darüber haben wir auch bereits gesprochen. Ich habe hier mal eine 5-Lamellen-Blende genommen und damit können wir eben Bokeh-Effekte passend rechnen. Gleichzeitig haben wir hier noch eine kleine Vignettierung, damit die Ecken hier etwas abgedunkelt werden. Auch das kennen Sie aus dem Bereich Fotografie.
Soweit also die Vorbereitung. Wir suchen uns jetzt eine Stelle, bei der wir Bewegungsunschärfe haben müssten. Und das Deutlichste wäre natürlich hier erstmal die Kamerafahrt. Denn dieses Haus hier bewegt sich natürlich ziemlich stark bei dieser schnellen Kamerafahrt. Und natürlich dieses Haus, da es sehr nah vor der Kamera ist. Sie sehen eine Bewegungsunschärfe immer sehr deutlich, wenn Sie sich a. schnell bewegen und b. wenn Sie nah vor der Kamera sind. Und daher müsste dieses Haus jetzt eben mit der Bewegungsunschärfe ziemlich unscharf werden, wie man hier sieht. Und das wollen wir jetzt einfach mal testen. Hierzu schauen wir ganz kurz, dass wir nicht allzu groß das Ganze berechnen. Wir wollen das aktuelle Bild rausrendern, das stellen wir noch kurz ein. Anti-Aliasing brauchen wir nicht einzustellen, denn sobald wir die physikalische Kamera haben, kümmert die sich mithilfe ihres Image-Samplers ums Anti-Aliasing. Das ist sehr schön. Und hier haben wir nur die Bewegungsunschärfe gesetzt. Wir haben hier unsere Unterteilung gesetzt. Und damit es jetzt etwas schneller geht, gehe ich mal bei dem Shading hier einfach auf 20%. Dann rendert das Ganze etwas flotter. Und dann lassen wir das Ganze im Bildmanager nun rendern. Denken Sie daran, dass Sie solche Effekte im Bildmanager rendern müssen, damit Sie diese sehen. Wie erwartet, sehen wir nun hier bereits bei diesem Haus im Vordergrund eine sehr starke Bewegungsunschärfe, das eben sehr nah vor der Linse ist und das Haus sich hier sehr schnell bewegt. Hier sehen wir eine kleine Bewegungsunschärfe hier oben und wir sehen auch, dass die Qualität hier mit dem Sampler eigentlich schon recht gut eingestellt ist, auch mit diesen etwas höheren Schwellenwerten, so dass man gar nicht so genau da reingehen muss. Sie sehen also, es ist sehr unkompliziert, eine Bewegungsunschärfe reinzurechnen. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch etwas realistischer gestalten, denn diese Unschärfe war natürlich massiv stark und auch wenn wir jetzt gleich hingehen und hier dieses UFO über uns hinweg sausen lassen, bekommen wir halt eine massiv starke Bewegungsunschärfe und das liegt einfach an diesem irrsinnig hohen Verschlusswinkel hier. Diesen setze ich jetzt einfach mal runter, vielleicht mal auf 120 Grad, sodass das Ganze nicht zu stark ist. Und wir können jetzt hier einfach noch einen Testrendering auch für diese Einstellung mal kurz machen. Sie sehen auch hier, dass nun die Bewegungsunschärfe ein bisschen weniger geworden ist. Aber das Raumschiff steht eben schön in der Unschärfe und natürlich auch hier die Häuser. Denn wir haben hier den Focal Point, sind wir bereits am Verschieben. Wir ziehen also den Focal Point in Richtung des Raumschiffs nach. Wir sehen im Moment sitzt der hier hinten noch relativ nah an diesem Gebäude hier. Und ja, wie gesagt, der Kameramann versucht einfach mit seinem Focal Point das Raumschiff zu erwischen, was natürlich viel zu schnell ist und über uns hinwegzieht. Aber deshalb bewegen sich eben die Häuser, während der Shutter geöffnet ist, eben bereits ein Stück nach hinten. Und daher bekommen wir also auch hier diese Tiefen und Schärfe sehr schön angezeigt. Sie sehen also eine sehr, sehr einfache Methode zu arbeiten und jetzt können wir das Ganze natürlich noch kombinieren mit einer Tiefenunschärfe. Und wenn wir uns das hier mal kurz in unserer Szene betrachten, wir haben hier unseren Focal Point. Ich habe einfach mal ein Nullobjekt mit einem Stern daraus gemacht. So sehen Sie, dass wir also hier, wenn das Raumschiff hier hineinkommt, wir haben eigentlich eine Bewegung hier auf das Hochhaus zugemacht. Und dann haben wir den Focal Point jetzt versucht in Richtung Raumschiff zu ziehen und das Raumschiff zischt nun über uns hinweg. Und daher kann man das natürlich auch wunderbar wieder als Tiefenunschärfe rechnen lassen. Unsere Shotcam hier hat eine relativ weit offene Blende, 2,2, also sehr, sehr weit offen. Und eine Filmkamera hat eben genau wie auch ein normales Stillkamera eben Tiefenunschärfe. Und ja, daher werden also diese Elemente, wenn wir das wollen, noch ausgewertet. Das heißt, wenn wir hier jetzt auf Object gehen, sehen wir die Brennweite, die hier verändert wird. Also wir haben hier einen Zoom. Die Brennweite ändert sich. Und wir haben diesen laufenden Focal Point. Und jetzt können wir eben auch diesen Effekt noch aktivieren. Also wir gehen hier hinein. Ich schalte Ihnen mal kurz die Bewegungsunschärfe aus, aber dafür mache ich die Schärfentiefe an. Und auch das rendern wir jetzt mal kurz. Wir sehen jetzt ohne Bewegungsunschärfe trotzdem hier eine Unschärfe und das ist jetzt eben diese Unschärfe, die eben durch unsere Tiefenunschärfe hier entsteht. Man kann es, denke ich, nochmal ganz gut sehen. Das Schöne ist jetzt, dass wir eben beide Effekte direkt in Camera kombinieren können. Das heißt, wir können jetzt hier ziemlich schnell mal das Raumschiff fliegen lassen. Der Focal Point sitzt noch ein gutes Stück weiter dort hinten. Ich denke vielleicht jetzt auf der Ebene dieser beiden Häuser hier. Das heißt, das Raumschiff steht zum einen natürlich nicht im Fokus mehr. Unsere Kamera müsste also out of focus sein. Und natürlich ist es bewegungsunscharf, genau wie hier diese Häuser eben noch
out of focus stehen und das kombinieren wir jetzt einfach. Und das ist das Schöne an diesem neuen physikalischen Renderer, dass wir letztlich alles in die Kamera rechnen können und dass nur ein einziger Sampler letztlich die ganze Qualität bestimmt. Wir haben in dieser Stadt auch schön die indirekte Beleuchtung gesehen, denn ich beleuchte das Ganze über einen ganz normalen Cinema 4D physikalischen Himmel hier. Und damit wir zwischen den Häusern eben Licht bekommen, habe ich dann hier keine GI zugeschaltet, sondern hier die indirekte Beleuchtung aus diesem Sampler, Strahltiefe 1, sehr niedrige Unterteilung, das reicht völlig. Ja, und damit haben wir also hier zwischen den Häusern auch genug Licht bekommen. Damit endet unser kleiner Rundflug durch den physikalischen Renderer von Cinema 4D Version 13. Ich werde in der nächsten Zeit auf meiner Pixeltrain-Seite nach und nach weitere Tutorials zum Thema physikalisches Rendering mit Cinema 4D, aber auch anderen Render-Engines für Cinema publizieren und seien Sie also gespannt und viel Spaß.